Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Wir stehen hier immer noch mitten auf dem Platz am Brunnen. Und ich habe mich gerade mal ganz kurz umgeschaut hier in die Geschäfte. Und ich denke, ich werde gleich etwas kaufen. Oh mein Gott, ich bin so kaufsüchtig irgendwie. Ich möchte so viel haben. So viel, dass die Pferde schöner aussehen, dass Mandy schöner aussieht. Und ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die später alle aussehen werden. Was wir jetzt aber erstmal machen, ist mal ganz schnell die gute Apple die füttern. Wenn das hier geht, das habe ich hier ja noch gar nicht probiert. Falsche Taste. Inventar. Na gut, machen wir mit I. Geht das hier? Mal gucken. Nee, verdammt. Das finde ich immer schade, dass man es nirgendwo anders machen kann, als außer in den Molenstellen. Ich weiß nicht, wo kann man das denn noch machen? Ich habe das bis jetzt noch nirgendwo anders irgendwie füttern können als in Moorland. Und wie gesagt, das finde ich doch ein wenig schade. Ich hätte es auch gerne ein bisschen woanders noch gefüttert. So, wir werden jetzt aber erst einmal für Apple die einkaufen gehen. Und zwar habe ich mich hier schon umgeschaut und habe zwei ganz tolle Sachen gesehen. Und zwar zum einen... Moment, machen wir mal einmal hier so ein bisschen zur Seite. Und das brauche ich ja zum Reinziehen. So, zum einen war das ein Halfter, ein Zaumzeug in Pink. Passend zu den Haaren natürlich. Also da müssen wir schon ein bisschen realistisch bleiben, dass es unbedingt Pink... Oh nein, das geht nicht. Ich brauche das Level. Verdammt, jetzt habe ich mir das so schön Spieler Level 10. Oh, das ist jetzt schade. Jetzt hatte ich mir das schon so schön ausgesucht. Und Spieler Level 13... Oh Mist, ich wollte das hier nehmen. Hab natürlich nicht auf die Level jetzt geachtet. Das hier auf jeden Fall, weil das auch so schön pinkig ist. Und das pinke Halfter, aber das funktioniert leider noch nicht. Was können wir denn für ein Halfter nehmen? Wir können gar keins nehmen, oder wie? Ah, doch, ein rotes. Ja gut, das rote sieht natürlich auch sehr schick aus, ne? Das muss man ja schon sagen. Habe ich denn noch einen roten Sattel oder sowas dazu? Irgendwas Rotes? Damit es ein bisschen farblich passt zumindest. Nicht wirklich, ne? Ah, Türkis. Türkis passt leider ja überhaupt nicht. Das ist jetzt ein bisschen schade. Ich finde auch das Halfter sehr schön im Blau. Das passt zumindest zur Hose. Okay, vielleicht sollten wir dann doch weiter sparen. Weil ich möchte schon, dass das zusammenpasst. Obwohl ich dieses braune Zaumzeug nicht so besonders schön finde. Wie gesagt, ich müsste Level 6 werden. Das Blaue, das sieht schon ganz schick aus. Mano, ich wollte so schön einkaufen gehen. Ich achte nie auf das Level. Immer erst, wenn ich sehe, es geht nicht. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. So, aber wir werden jetzt erst noch einmal mit dem guten Felix sprechen. Hallo Felix. Du siehst aber schon ein bisschen böse aus, ne? Wenn man ihn mal so anschaut. Nee, doch, er sieht freundlich aus. Aber tapsig. Weißt du was? Ich habe gedacht, dass mein Geschäft vielleicht etwas aufgepeppt werden könnte. Vor allem das Hinterzimmer. Was? Das Hinterzimmer? Glaubst du, dass du vielleicht ein paar schöne Frühlingsblumen pflücken könntest? 5 würden reichen, glaube ich. Aber natürlich können wir das tun. Gibt 85 XP. 85 ist natürlich mega cool. Okay, dann pflücken wir doch mal ganz schnell ein paar Blümchen. Das finde ich schön. Solange er uns nicht ins Hinterzimmer lockt, ist ja alles okay. Man weiß ja nie bei solchen alten Männern. Also nicht, dass ich was gegen alte Männer habe. Ich meine eher, ja, man weiß es ja nicht. Fremde Männer wahrscheinlich eher. Nicht alt, sondern fremd. Den haben wir ja auch noch nie zuvor gesehen. Und schon bittet er uns um Hilfe für sein Hinterzimmer. Zwinker, zwinker. Also das ist ja nicht so besonders nett irgendwie, ne? Aber wir helfen hier ja natürlich gerne weiter. Ne? Hat ja schon, ich weiß nicht, wer hatte das gesagt? Hatte das May gesagt? Dass wir hier nur irgendwie was erreichen können, wenn wir hilfsbereit sind und alles tun, was die anderen wollen und das alles nicht hinterfragen. Ja. Tut das bloß nicht in Wirklichkeit. Nein, tut nicht alles, was andere wollen. Hinterfragt das immer. Außer ihr kennt die Leute, dann ist es vielleicht doch selbstverständlich, dass man da hilft. Aber wenn man keine, wenn man nur Fremde kennt, dann hinterfragt das doch bitte. Ne? Also das ist nicht so ganz normal, dass man dann doch alles tut, was andere wollen. Denn man weiß nie, was für Absichten die Leute haben. So, das war jetzt aber ganz schön ernst irgendwie.
nicht so schön, ne? Also ich rede schon mal gerne über ernste Themen, obwohl ich nicht finde, dass es unbedingt in Star Stable passt. Was ist das denn hier? Denn Star Stable ist für mich doch irgendwie ein fröhliches Spiel. Ein sehr cooles, fröhliches Spiel. Da ist noch eine Blume da hinten, die nehmen wir auch nochmal mit. Ah, Blumenpflücken ist aber auch toll. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bei euch vielleicht auch in der Nähe im Sommer meistens ist das. Da stehen auch so Felder dann immer am Rand und da steht dann drauf, ah, Blumenpflücken. Und immer eine Kasse des Vertrauens, das finde ich immer ganz witzig. Da kann man dann einschmeißen, was man möchte für die Blumen, die man gepflückt hat. Und ja, ich frage mich, ob wirklich viele da richtig was reinschmeißen oder ob man immer nur Pfennigbeträge macht. Toll, toll! Ich liebe es. Ich werde sie in Vasen stecken und sie ins Hinterzimmer stellen, wo sie mich aufmuntern werden. Oh, das ist aber schon ein bisschen deprimierend, wenn er unbedingt Blumen braucht, um sich selber aufzumuntern. Steve hat mich gefragt, ob ich ihm meine Mausefalle leihen kann. Seit sein Kater verschwunden ist, hat er und seine Pferde ein Problem mit Mäusen. Ich habe leider keine Zeit, sie ihm persönlich zu bringen. Kannst du das vielleicht für mich tun, bitte? Hier sind die Mausefallen. Steve lebt auf der Farm direkt am Eingang von Silver Lake Village in Richtung Südosten. Ja, 85 XP nehmen wir natürlich gerne an. Aber Mausefallen? Ich hoffe, das sind lebend Mausefallen. Ich meine, wir wollen doch den kleinen Mäuschen nichts tun. Diesen kleinen, zarten und niedlichen Wesen. Ne, das kommt daher, da ich ja selber Mäuse habe zu Hause hier. Natürlich im Käfig, die Mäuse. Und nicht irgendwo hier rumlaufend. Ich finde das schon ein bisschen schade, wenn man die hier mit einer Mausefalle fangen will. So, wo ist denn der Steve? Ach, da vorne. Steve, ich hoffe, du hast hier nur lebende Mausefallen. Oh, super. Ja, das sind meine Mausefallen. Danke, meine Liebe. Hast du eigentlich davon gehört, dass mein Kater weggerannt ist? Wenn du ihn siehst, bring ihn zu mir. Ich habe eine Belohnung. Das ist schon wieder ein Übersetzungsfehler. Ich habe eine Belohnung für denjenigen, der ihn findet. Eine Belohnung. Eine Belohnung heißt das doch. Hast du noch eine Quest? Frage nach Vogelfutter. Du kannst froh sein, dass du diesen Winter nicht hier warst. Ich habe noch nie so einen Winter erlebt. Ich dachte, ich wäre ohne mein Wissen nach Sibirien geraten. So kalt war es. Die Vögel taten mir während dieses endlosen Winters besonders leid. Wir sollten die Nahrung finden. Wie sollten sie Nahrung finden? Ja, wie? Das frage ich mich auch. Und jetzt sieht es so aus, als hätten diese Mäuse alles Vogelfutter aufgefressen, den ich noch im Lager hatte. Womit sollen sie denn jetzt füttern? Wenn jemand sein Lager mit Getreide gefüllt hat, dann ist es Barney drüben im Silo. Wärst du so lieb und würdest drüber gehen und fragen? Aber natürlich. Noch was Gelbes? Achso, Mäusefallen erhalten, aber ich bin sehr beschäftigt. Ich habe keine Zeit, sie aufzustellen. Kannst du vielleicht... Ja. Natürlich, wir stellen auch noch Mäusefallen auf. Was wir nicht alles machen sollen. Oh nein, das sind keine lebenden Mausefallen. Das ist aber nicht schön. Da hätten sie wenigstens lebend Mausefallen nehmen können. Die armen kleinen Mäuschen, die wollen ja auch leben. Das ist nicht so... Das finde ich jetzt nicht schön. Ja, super. Mitten im Tor eine Mäusefalle. Da kann ja auch nochmal ein Pferd reintreten. Naja. Wird schon klappen. Die Pferde werden es schon sehen. Irgendwie, irgendwo. Die sind ja nicht blöd. So. Ja, ich habe ja auch jetzt letztens... Ich glaube, bei euch kommt das jetzt wahrscheinlich erst eine Woche später. Habe ich ja auch ein Bild von einem Pferd gepostet bei Instagram. Das ist, wenn wir in den Garten fahren bei uns... Dann ist dann nebenan direkt eine Pferdekoppel. Und da sind ganz, ganz oft Pferde drauf. Und die kommen dann immer direkt zum Zaun hin. Und wollen gefüttert werden. Nehme ich zumindest an. Denn die werden von den ganzen Gartenbewohnern, die da auch immer einen Garten haben, auch gefüttert. Also warten sie jedes Mal, dass sie was bekommen. Eine fehlt noch. Und da stand das Pferd so richtig schön davor und hat geguckt. Und immer gewirrt so. Das war total niedlich eigentlich. Ach da. Da musste ich doch glatt mal ein Foto machen von dem Pferd. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Pferd war. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit diesen normalen Pferderassen, sag ich mal, nicht so ganz aus. Ja, mit diesen anderen. Die dann nicht so ganz alltäglich aussehen.
Gut gemacht. Ich verstehe nicht, wo die Mäuse herkommen. Nachts kann ich komische Geräusche hören, die aus der Erde kommen. Ich frage mich, ob die GED die Jovik-Inseln von innen aushöhlen. Jetzt, was? Ich frage mich, ob die GED die Jovik-Insel von innen aushöhlen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Köder. Okay, Köder, na, was willst du denn haben? Mein Kumpel will... Achso, ich wollte jetzt sagen, mein Kumpel will das. Nein, mein Kumpel heißt Will. Okay, mein Kumpel Will, der in der Mühle arbeitet, hat einen riesen Vorrat an Käse. Vielleicht kannst du ihn ein bisschen nach alten Käse fragen, den wir als Köder benutzen können. Er lebt in der Mühle nördlich von hier. Du kannst das nicht verfehlen. Logisch, wir sind gleich Level 6. Wir sind gleich Level 6. Oh, dann bin ich aber mega glücklich, wenn wir Level 6 wären. Jetzt muss ich aber... Oh Gott, ich muss voll weit. Was ist denn das? Ist das die Mühle? Ich glaub, mal gucken. Kann man nicht mal ein bisschen zoomen hier? Es ist immer so blöd, dass man nicht zoomen kann. Achso, da ist Barney. Zu Barney muss ich auf jeden Fall. Gut. Schnell mal zu Barney reiten. Ich muss mal einen ganzen Umweg hier machen. So, genau. Folge der Straße. Folge dieser Straße. Halt! Nee, das war falsch. Das war ein bisschen falsch jetzt gerade. Moment, wir müssen hier lang. Ja, hier bei Silverglade kenne ich mich echt noch überhaupt gar nicht aus mit den Straßen. Mit den Wegen allgemein. Da habe ich echt noch überhaupt gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Moment. Hier weiter geradeaus. Level 6, das heißt, wir können bald springen. Einfach springen. Oh, oh, oh. Vorbeireiten. Warte. Ach, da ist das Silo. Okay. Oh, schnell mal durch den Busch hier. Barney, ich habe eine Frage an dich. Oder waren es sogar zwei? Nee, es war nur eine. Das andere war ja an die Molkerei. Hallöchen. Getreide für die Vögel. Sie hatten einen harten Winter, was? Für den? Hä? Den hatten wir alle. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass mehr war als mein kalter Winter. So als hätte eine böse, dunkle Macht in diesem Winter über die Insel regiert. Aber dann wiederum werde ich auch wieder sehr alt, nicht wahr? Älter als letztes Jahr. Oh, oh mein Gott, ich bin Level 6. Ha! Da, da, da. Oh, jetzt bin ich aber glücklich. Yay, ich bin Level 6. Jetzt kann ich so viele tolle Sachen kaufen. Ah. Ich fühle das Silo mit neuen Korn auf. Und das alte... Oh, es ist nicht toll, dass ich Level 6 bin. Das freut mich total. Welche Quest muss ich jetzt annehmen, um springen zu können? Da müssen wir bestimmt wieder zurück. Nach Dingens, nach Moorland. Ich glaube, das ist bestimmt irgendwie Jenna oder so. Irgendjemand von der Truppe da unten. Das ist super. Vogelfunder. Kannst du morgen zurückkommen, wenn ich fertig bin? Morgen werden wir einen Tag älter sein. Ja, wir kommen morgen erst wieder. Und morgen sind wir tatsächlich einen Tag älter. Aber wenn man das immer so sieht, ist es ganz schön deprimierend, dass man echt jeden Tag einen Tag älter wird. Gut, wenn man noch sehr jung ist, dann denke ich, dann findet man es sicherlich gar nicht mal so schlecht. Silverglade Village. Erste beim Schloss. Erste bei Wills Mühle. Achso, ich muss in einer Gruppe sein. Verdammt. Ich will immer so das Rennen starten, aber das geht ja gar nicht. Es geht ja gar nicht. Na gut, dann rennen wir einmal wieder zurück. Denn ich möchte nochmal mit Felix sprechen, ob ihm das jetzt was bringt, ob er jetzt davon was abbekommt. Obwohl es bei ihm ja jetzt hier gelb ist. Das heißt, es müsste einfach nur eine laufende Quest sein. Und wir müssten eigentlich nicht miteinander irgendwie sprechen können, glaube ich. Bin mir zwar nicht sicher, aber doch ein wenig. Mal gucken, ob wir vielleicht doch nochmal das Zaumzeug kaufen. Ne, mit ihm kann ich jetzt nicht reden. Halt! Und wir gehen trotzdem mal ein bisschen weiter. Und dann gucke ich gerade mal kurz, ob ich hier was Schönes kaufen kann. Ich weiß, ich habe das eben gerade noch erst angeschaut. Aber ich würde schon gerne, ich bin jetzt Level 6, ich würde schon gerne... Hier, ich finde das Weiße auch wirklich, wirklich zauberhaft. Vielleicht nehme ich das Weiße und mache dann alles ein bisschen in Weiß gehalten. Kann ich das jetzt auch? Das könnte ich jetzt auch kaufen. Außer natürlich das Pinke.
Dann sollte ich vielleicht doch das Weiße kaufen. Muss mal gerade gucken. Nee, rot nicht so. Ach, das Weiße finde ich echt schön. Ja, komm, kaufen wir das Weiße. Wir bezahlen natürlich damit. Mit was sollten wir auch sonst bezahlen? Haben wir dann noch eine weiße Decke oder so? Ich glaube, weiße Decke oder Sattel haben wir jetzt gerade nicht. Warte, was ist das denn hier? So hellblau, das passt eigentlich auch zu. Na, aber nicht so ganz, ne? Ich meine, wir müssen ja nicht mit Ach und Krach hier alles ausgeben. Das wäre ja auch Quatsch. Nee, dann lassen wir das erstmal so. Haben da ein bisschen was ausgegeben. Allerdings muss ich das noch einmal anlegen. So, mein kleines Pferdi-Pferd. Dann können wir das Halfter dann auch gleich später Muni anlegen. Die braucht ja auch eins. Kurz hier wegmachen. Zack. Tada! So, jetzt müssen wir uns mal kurz angucken. Ein weißes Halfter. Oh, ist das schön. Ist das schön. Oh, und hier, Lea ist auch wieder da. Das finde ich. Oh, die hat ja ein viel cooleres Pferd. Ist aber auch ganz schön pummelig, das Pferd. Ne? Das ist so ein, wie nennt sich das eigentlich? Moment mal. Kann man auf das Pferd klicken? Snow Pearl heißt es auf jeden Fall. Inspizieren. Pferd. So, steht hier irgendwie wie das Pferd? Was das für ein Pferd ist? Ein Shire. Okay, Shire sagt mir irgendwie gerade nichts. Naja. Okay, wie dem auch sei. Ich werde hier erst einmal einen Cut machen mit meiner kleinen Eppeli, so im Gegensatz zu Snow Pearl. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.